Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es vielleicht schon unten rechts sehen könnt, sind heute endlich die lang ersehnten Wartungsarbeiten. Nach, glaube ich, 4 Wochen ohne Update seit dem Winter-Update ist nämlich schon wirklich sehr, sehr lange her. Und vielleicht kommt endlich mal wieder etwas Neues rein. Live-Event-Files, irgendwelche neuen Waffen eventuell mal. Müssen wir schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Da wird natürlich heute Nachmittag auch ein Video folgen. Und ich kann mich auch nur wirklich nochmal bedanken für das Video, das ich gestern gemacht habe. Euer Feedback ist darauf auf jeden Fall extrem krass. Und da hat sich dann auch die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, ein bisschen gelohnt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Und heute haben wir den Unterdrücker-Skin wieder im Shop. Na, wollte ich gar nicht. Hier einmal mit der blauen und mit der Standardvariante. Dazu ja noch das Backpack, so eine Exo-Wirbelsäule, auch in Blau und Rot. Sieht eigentlich ganz cool aus, vor allem hier mit dieser Animation da drauf. Dann die Plasma-Klinge, im Prinzip genau das gleiche wieder, nur als Spitzhacke. Dreieckmuster, Lackierung, hier hat man allerdings keine zwei verschiedenen, das heißt man hat nur die rote Version davon. Als nächstes haben wir dann den Rennfieber-Scan. Einmal mit und ohne Helm. Als nächstes die männliche Version davon, den Überholer, mit und ohne Helm, hier auch wieder. Ist ja mittlerweile bei relativ vielen Skins so, dass man Helm abnehmen kann. Dann haben wir den weiße Bügelgleiter und den Wirbelwindgleiter. Im Prinzip genau den gleichen Gleiter, nur in Rot. Als nächstes haben wir dann den Stabrosskin in der Standardvariante und in der schwarz-weißen Variante. Dann die männliche Version davon, den Knorrer, auch wieder schwarz-weiß und Standard. Dazu dann den Presslufthacker. Den Flauschsegelgleiter mit zwei Symbolen drauf. Das eine soll wahrscheinlich Hund bedeuten und das andere Kaninchen. Als nächstes haben wir da noch die Gaunerin, war schon etwas länger nicht mehr im Shop. Und dann haben wir noch den Toxin Sprayer. Sieht eigentlich ganz cool aus, ist relativ farbenfroh. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir die Quadrat-Lackierung. Hatte ich noch nicht wirklich gesehen. Oder war auf jeden Fall bisher sehr, sehr selten verfügbar. Aber die Animation ist hier endlich mal wirklich vernünftig. Ich muss sagen, dafür, dass sie nur eine 500 V-Bucks-Animation ist, ist sie auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir Träger-Shuffle. Als nächstes Zahnseilenwirbler und dann noch Crisscross. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar und ein Abo hier unter dem Video da. Teilt natürlich auch gerne das Video und schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Bis zum nächsten Video.